Herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Interview in unserem Wissensmanage MOOC 2016. In diesem Interview geht es um das Thema persönliches Wissensmanagement und dazu eingeladen haben wir Frau Privatdozentin Dr. Andrea Herrmann, die uns ein bisschen Einblick gewähren wird, wie sie ihr Wissen tatsächlich managt. Hallo Frau Herrmann, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, damit wir auch einen Eindruck bekommen, wofür Sie überhaupt persönliches Wissensmanagement brauchen. Ja, vielen Dank, Frau Vollmer, für Ihre Einladung. Ja, also ich bin jemand, die sehr viel mit Wissen arbeitet. Ich bin eine freiberufliche Trainerin, trage auch vor auf Konferenzen und schreibe auch Fachliteratur. Und da ist natürlich das Wissen meine wichtigste Ressource. Deshalb darf auch nichts, was ich mal gewusst habe, wirklich verloren gehen. Und leider habe ich aber nicht alles im Kopf. Also ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, lese ständig weitere Bücher und natürlich habe ich das nicht auswendig. Aber zum Glück, also beschäftige ich mich auch mit solchen Themen, also Wissensmanagement, und deshalb kann ich das dann auch gleich bei mir dann umsetzen. Also normalerweise ist mein Thema Arbeitsprozesse in Softwareentwicklung, aber auch da muss man natürlich Wissen ordentlich ablegen. Also die Prinzipien sind immer ähnlich. Die Frage ist ja immer, wer braucht denn wann welches Wissen und in welcher Form muss ich das ablegen, damit ich es dann auch, wenn ich suche, dann auch finde. Das, da muss man manchmal dann auch erst lernen, also lernt man dann im Nachhinein, wonach man gesucht hätte. So, die Frage, wer braucht wann welche Art von Wissen, die überrascht mich jetzt ein bisschen, ne, weil wir sagen, okay, jetzt geht es um persönliches Wissensmanagement. Wer braucht denn nun Ihr Wissen, mal abgesehen von Ihnen persönlich? Ja, also ich natürlich für Erstellung von Kursmaterialien, aber ich stelle natürlich auch anderen Wissen zur Verfügung. Also ich muss jederzeit zugreifen können auf das, was ich weiß oder früher mal gewusst habe. Und früher habe ich mein Wissen auch ganz gerne dann auch kostenlos einfach so rausgegeben. Jetzt muss ich mir auch ein bisschen Gedanken machen, was gebe ich so raus und was wird wie verkauft. Also ich stelle mir immer so vor, mein Wissen, das ist so eine Pyramide. Also ich habe eine breite Basis von Themen, wo ich sehr viel weiß oder ein bisschen weiß, und das kann ich auch kostenlos nach draußen geben, dass es eigentlich jeder auch wissen könnte. Also ich blogge dann über solche Themen, also habe verschiedene Blogs auch, und das sammelt sich da eben so an. Das ist irgendwie so das Interessanteste, was ich so finde bei meinem Lesen, das gebe ich dann ganz gerne weiter an andere. Und das Witzige ist, dass ich dann manchmal auch selber in diesen Blogs nochmal nachsehe. So nach dem Motto, da war doch mal so ein Artikel. Und dann gibt's noch Themen, bei denen ich ziemlich, ja, mich sehr gut auskenne, auch Kurse dazu gebe. Das will ich dann natürlich nicht einfach so rausgeben. Damit kann ich dann auch Geld machen. Und veröffentliche das dann auch, aber sehr gezielt. Und in der Spitze von dieser Wissenspyramide habe ich das Requirements Engineering. Da bin ich dann also wirklich die Expertin und da besuche ich auch möglichst viel Konferenzen und lese möglichst viel. Und dafür habe ich wirklich dann auch den Anspruch, mich komplett auszukennen. Sammle da auch Zertifikate, also auch das ist ja eine Form von Wissenserwerb, dass ich da eben solche Standards zum Beispiel dann eben sehr gut kenne. Also ich habe erst letzte Woche mal wieder eine Prüfung bestanden. So intensiv kann man sich natürlich noch mit einem Thema beschäftigen und das ist dann auch das Thema, wo ich dann auch gut bezahlt werden möchte. Also das gebe ich nicht so raus. Und je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt, muss ich halt auch mein Wissensmanagement mehr oder weniger systematisch machen. Das heißt ja, also ich finde dieses Bild der Pyramide schon mal ganz schön, aber das heißt, zu Ihrem persönlichen Wissensmanagement gehört schon was dazu, wie ganz grundlegende strategische Überlegungen. Also was zum Beispiel die Relevanz, die Kritikalität von Wissen und damit auch die mehr oder weniger freie Verfügbarkeit angeht. Das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, dass relativ wenige tatsächlich an das eigene persönliche Wissensmanagement so strategisch rangehen. Wie sieht denn bei Ihnen das systematische
Wissensmanagement ansonsten aus? Also dann mal aufbauend auf dieser strategischen Grundlage. Ja, also das Wichtige ist für mich immer, dass ich Dinge auch schnell wiederfinde. Also suchen ist also schon ziemliche Zeitverschwendung. Und deshalb überlege ich dann immer von hinten her, wann nutze ich das denn, wie und wo. Wichtig ist aber auch, dass ich nicht möglichst viel ansammle, sondern nur das Wichtige. Also zum Beispiel mein Bücherregal ist gar nicht mal so groß, wie man denken sollte, weil da wirklich nur die allerbesten Bücher drin sind. Also damit geht's schon los. Also mit der Zeit weiß ich dann auch aus Erfahrung, was ich überhaupt nochmal brauchen würde. Und also besonders dann brauche ich Wissen, wenn ich einen Kurs entwickle oder einen Vortrag oder irgendein Buch schreibe, dann will ich da wieder drauf zugreifen und es soll möglichst wenig aufwendig sein, dass ich das finde. Also kritisch wird es immer dann, wenn ich eher im Internet danach suche und das schneller geht, als wenn ich es bei mir selber finde, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das kommt tatsächlich gelegentlich vor, und das ist dann auch ein Anlass, nochmal über sein Wissensmanagement nachzudenken und da zu optimieren. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, ich hatte mal eine Abbildung in irgendeinem Vortrag und jetzt könnte ich die wieder brauchen und dann nach 20 Minuten dann mit dem Suchen aufgebe, weil ich denke, ja, 20 Minuten reichen dann auch, um das Bild neu zu erstellen. Und das ist natürlich schade, das versuche ich mit Wissensmanagement zu vermeiden. Also ich habe da zum Beispiel schon alle möglichen Strukturen ausprobiert, wie ich Ergebnisse ablegen kann. Und habe da tatsächlich auch mal mir die Arbeit gemacht, komplett umzusortieren. Das war richtig viel Arbeit. Also ich hatte anfangs zum Beispiel nach Jahren sortiert. Das funktioniert noch, solange ich auswendig weiß, in welchem Jahr ich mal was geschrieben oder was gemacht habe. Und hat dann aber irgendwann nicht mehr funktioniert. Und deshalb habe ich jetzt nach Themen sortiert. Oder eine Zeit lang hatte ich auch die Sortierung, in einem Ordner sind alle Kurse und in einem Ordner alle Vorträge und woanders dann alle Artikel. Das hat sich auch nicht bewährt. Also das Thema ist dann doch letztlich das, wonach ich suche. Also ich frage mich dann zum Beispiel zum Thema User Stories, hatte ich doch mal so ein Beispiel gemacht mit diesem Flohmarkt oder was auch immer. Wo finde ich denn jetzt diese Beispiele, dass ich mir die nicht mal neu überlegen muss? Weil da ja auch viel Arbeit reingegangen ist. Und manchmal weiß ich dann überhaupt nicht mehr, welcher Kurs das war oder war das für ein Artikel. Ich weiß nur noch, dass ich halt dieses Beispiel gemacht habe. Und dann gehe ich eben jetzt einfach in den Themenordner und kann dort dann durchklicken. Und auch die Suchfunktion von Windows ist sehr hilfreich. Die sucht ja nicht nur nach Dateinamen, sondern wirklich nach Inhalten. Habe ich heute Morgen auch schon wieder gebraucht. Aber dafür sollte ich natürlich trotzdem die Dinge schon mal im richtigen Unterordner haben, weil ich ja nicht den ganzen Rechner durchsuchen möchte. Ja, eine Frage ist dann auch alte Versionen von Kursen. Die werden ja ständig bei mir überarbeitet. Und eigentlich brauche ich nachher nicht mehr zu wissen, in welchem Jahr ich welche Folien in welchem Kurs hatte. Also da wird ständig dran gearbeitet und inzwischen überschreibe ich dann auch die alte Version. Also wenn ich irgendwas rauswerfe, dann ist das auch rausgeworfen. Meistens ist dann auch so, dass ich, während ich einen Kurs halte, also richtig drin bin in dem Thema, auch neue Ideen habe, was man daran noch verbessern könnte. Das ist auch wichtiges Wissen, dass man sich meistens dann auch nicht gut merken kann. Und den Kurs halte ich dann vielleicht 3 Monate später nochmal und da weiß ich es dann auch nicht mehr. Von dem her gibt es dann immer so eine Textdatei, ganz einfach formlos, die ich genau in diesen Kurs dann reinlege. Und da stehen all diese Ideen drin, die ich gehabt habe. Und wenn ich dann konkret den Kurs wieder vorbereite, dann arbeite ich das auch durch. Also da ist dann für die verschiedenen Kapitel des Kurses diverse Notizen oder Ideen, die ich nicht gleich nach dem Kurs umsetze, sondern erst, wenn ich das nächste Mal ihn vorbereite, was mir dann halt auch hilft, mich wieder da einzuarbeiten. Das heißt aber, wenn ich mal ganz kurz dazwischen fragen darf, wenn Sie Ordner sagen, dann ist das die ganz normale Ordnerablage. Also Sie benutzen jetzt nicht irgendwie ein persönliches Wiki oder ähnliches. Und bei den Kursen hatte ich das richtig verstanden, dass Sie im Prinzip dann, also wenn das ein Kurs ist, eine Datei oder eine Unterlage
einfach immer weiterentwickeln und da fließen diese Erfahrungen dann ein. Genau, das entwickelt sich immer weiter und ich verwende hier diese Ordner einfach von Windows und sehe dann auch zu, dass wirklich alles, was bestimmten Kurs betrifft, in diesem Ordner drin liegt. Oft dann auch so Sachen wie Zugverbindungen, die ich mir schon mal rausgesucht hatte. Weil eine Schwierigkeit ist ja, dass man die dann manchmal ausdruckt und dann liegen die halt hier irgendwo in einem Stapel. Aber das hilft mir dann halt nichts, wenn ich dann direkt in der Vorbereitung bin vom Kurs. Und das Gleiche ist auch mit diesen Notizen. Also was ich das nächste Mal am Kurs verbessern möchte, habe ich mir früher auf einen Zettel geschrieben und dann lag der halt irgendwo. Und das kommt jetzt eben auch elektronisch mit in diesen Ordner rein. Die Datei heißt dann immer Notizen fürs nächste Mal, ja, und dann finde ich das auch. Ja gut, das ist ja ein bisschen so dieses Schlagwort situatives Wissensmanagement oder prozessintegriertes Wissensmanagement. Genau. Sie bringen letztendlich das Wissen dorthin, wo Sie es beim nächsten Mal auch brauchen. Genau, das ist ganz wichtig, weil sonst, also nicht nur das Suchen ist Zeitverschwendung, sondern manchmal passiert es dann auch, dass man gar nicht mehr weiß, dass es das mal gab. Genau. Jetzt denke ich mal, gerade in Ihrer Kursvorbereitung oder auch wenn Sie schreiben, lesen Sie unglaublich viel. Mir geht das dann oft so, dass ich beim Lesen denke, Mensch, da war doch schon mal was. Oder auch beim Schreiben denke, wo ist denn da die Quelle? Da hast du doch schon mal was gelesen oder ein tolles Zitat gehabt oder einen guten Beleg gehabt. Und dann fängt genau diese frustrierende und unproduktive Sucherei an. Wie organisieren Sie sich denn so in Ihrem, ja, ich sag mal, Literaturbestand, auch den im Kopf? Ja, also ich kenne das auch. Also wenn man sehr viel liest, dann bleibt immer so Einzelnes hängen, aber der Kontext manchmal dann nicht. Also nicht in welchem Buch das gewesen ist. Und dann sucht man, also gerade Papierbücher kann man ja dann beliebig lange suchen. Bei E-Books geht es leichter. Aber das ist mir, habe ich also schon früh gemerkt, schon also während der Doktorarbeit, Doktorarbeit ging ja ein paar Jahre, da hat man dann am Anfang Artikel gelesen und nachher musste man alles nochmal komplett lesen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was da drin stand und hatte mir dann vorgenommen, dass mir das nicht wieder passiert. Und deshalb habe ich hier so Excel-Listen, was ich gelesen habe, auch wo ich es wiederfinde. Also zum Beispiel Bücher gebe ich ja auch in der Bücherei wieder ab, da muss ich wissen, wo ich die finden kann. Und bei Artikeln, da sind manche auf Papier, manche sind noch in der Zeitschrift drin, manche sind elektronisch. Das steht auch dabei. Und dann schreibe ich immer ganz wichtige Stichworte noch dazu, worum ging's oder wofür könnte das gut sein. Oder es steht dran, der Artikel hat eine sehr gute Literaturrecherche. Für den Fall, dass ich mich mit dem Thema näher beschäftigen will, dann wäre das auch schon mal so ein guter Ausgangspunkt, all das zu lesen, was der Autor von dem Artikel gelesen hat. Also von dem her ist es unglaublich nützlich, wenn ich was Konkretes suche. Also meistens lese ich die zum Beispiel Zeitschriften halt so, wie sie mit der Post reinkommen und suchen werde ich sie dann nach Thema. Und dann habe ich diese Liste. Also viele wundern sich auch, dass ich das in Excel mache, weil es ja da spezielle Verwaltungstools gibt für Literatur. Aber ich habe schon so viel Wissen auch verloren durch Tools, die es dann plötzlich nicht mehr gab oder Formate, die nicht mehr unterstützt wurden, dass ich da inzwischen sehr vorsichtig bin mit irgendwelchen Spezialwerkzeugen für irgendwas. Von dem her steht das alles in Excel drin und ich denke mal, das wird quasi für den Rest meines Lebens dieses Format auch irgendwie unterstützt werden. Aber das heißt auch wieder, Sie haben es ja gerade selber gesagt, so dieser Gedanke von einer möglichen späteren Nutzung her, der bestimmt ja schon Ihre Pyramide, also letztendlich Ihre Strategie und jetzt auch diese, naja, in der Excel verschlagworten Sie ja. Genau, Weise, ganz wichtig. Das, was Sie lesen, genau, nichtsdestotrotz, das war jetzt genau auch mein Einwand, ist das nicht unzeitgemäß. Ne? Sie sagen, ich habe Sachen auf Papier, ich verwalte das in Excel. Ne? Da könnte man jetzt sagen, ne, da gibt es so wunderbare Smart-Tools. Wieso macht die Frau Herrmann das denn bitte mit Papier und Excel? Genau, also diese ganzen Tools, das mag schon schön sein, aber da muss man das Wissen dann auch erstmal reinfüttern, irgendwie importieren. Und dann kann ja wirklich passieren, dass irgendwas passiert, die Software gibt es nicht mehr. Also mir ist das mal mit einem Grafiktool passiert,
Da hatte ich also viele schöne Bilder erstellt und zum Glück viele in JPEG exportiert, aber halt nicht alles. Und dann ging der Rechner kaputt, dann habe ich gedacht, na gut, installieren wir das neu auf dem neuen Rechner. Und dann gab es die Software aber in der Version gar nicht mehr zum Runterladen. Und die neue war nicht rückwärts kompatibel, sodass ich meine alten Bilder nicht mehr bearbeiten konnte. Und Ähnliches befürchte ich dann auch für das Wissensmanagement. Ja, Artikel auf Papier, das ist tatsächlich ja die Frage. Also zum Weiterbearbeiten sind sie schwieriger. Also elektronisch ist eigentlich sehr gut, weil da kann man später tatsächlich nochmal suchen. Oder ich kann ganz gut Exzerpte machen, indem ich dann Zitate rauskopiere, während ich bei Büchern dann eher abtippen muss. Also einscannen finde ich auch nicht so schön, weil das so riesen Dateien gibt. Und wenn ich jetzt Exzerpte mache aus diesen elektronischen Büchern, dann kann ich da auch nach Stichworten suchen und auch Zitate dann einfach wiederverwenden. Also gerade für Bücher mache ich inzwischen ganz gerne Exzerpte, damit ich, wenn ich dann eine Stelle, die ich gut fand, irgendwo zitieren möchte, mir das Buch nicht neu in der Bücherei suchen muss oder dann nochmal durchwühlen. Also das sind ja oft ganz nützliche Dinge drin, Definitionen oder Modelle oder irgendwelche Beschreibungen. Neulich habe ich auch eine schöne Übung gefunden, die habe ich mir dann halt rausgetippt tatsächlich. Das ist also sehr nützlich und nicht nur für mich, sondern auch für die, mit denen ich zusammenarbeite. Also wenn ich dann zum Beispiel eine Masterarbeit betreue oder mit jemandem zusammen ein Buch oder Artikel schreibe, dann kann ich denen einfach dieses Exzerpt zuschicken, also quasi das 200-Seiten-Buch auf 5 Seiten zusammengefasst, und dann wissen die, wovon ich rede, also auf welches Modell ich mich beziehe. Das ist also dann auch sehr nützlich für die, denn sparen die Zeit und vielleicht ist es für sie auch gar nicht so einfach, sich das Buch zu besorgen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also das eine ist ja, sich die Informationen selber vorzuhalten oder sie dann mit anderen zu teilen. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie unterstützt dieses Erstellen eines Exzerpts nochmal den eigenen Lernprozess, gerade vielleicht in einem neuen Thema, in das Sie sich erst einarbeiten? Ja, das zwingt mich natürlich dann auch zu überlegen, was bringt mir das jetzt? Also nicht nur drüber lesen, sondern was davon kann ich vielleicht noch brauchen, in welcher Form und wofür. Also das geht es dann oft auch rüber dann wieder zu diesen Notizen für die Kurse, dass ich dann, neulich habe ich zum Beispiel schöne Beispiele gefunden in einem Buch, habe ich dann gleich in den Ordner vom entsprechenden Kurs dann auch in diese Notizen fürs nächste Mal dann auch schon reingeschrieben, damit es genau da steht, wo ich es dann auch suchen werde. Weil ich würde jetzt nicht beschwören, dass wenn ich den Kurs das nächste Mal halte, mir dann einfällt, dass ich in diesem Buch dann mal ein Beispiel gefunden hatte. Jetzt hatten Sie auch schon mehrfach angedeutet, dass Sie sehr diszipliniert auch letztendlich entsorgen. Entrümpeln. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das hinbekommen, weil meine Erfahrung immer wieder ist, dass dieses Wegwerfen und Löschen den meisten doch sehr schwer fällt. Ja, das finde ich auch interessant, weil das viele nicht machen. Die denken dann, sie sparen Zeit, wenn sie es nicht tun, weil der Computer fasst ja sehr viel Daten und Speicherplatz kostet nichts und so, aber es erhöht eben den Suchaufwand. Also ich finde es ganz wichtig, immer wieder zu entrümpeln, auch wenn das tatsächlich dann mehrere Stunden Arbeit macht. Haben Sie da so eine kleine Routine, also dass Sie sagen, vor dem Sommerurlaub und vor Weihnachten habe ich meinen Aufräumtag, oder machen Sie das einfach immer wieder so zwischen? Weil, also das, wenn ich so an mich selber denke, scheitern diese hehren Vorsätze dann oft, dass halt dann genügend anderes zu tun ist, um das immer weiter in die Zukunft schiebt. Ja, das ist ja so eine Investition quasi, wo ich halt dann tatsächlich mal ein paar Stunden reservieren muss, damit ich es dann nachher leichter habe. Also da muss man natürlich dann dran glauben, dass das so ist, oder das eben auch feststellen. Also ich bin inzwischen schon ganz gut geworden im Suchen. Aber da muss man natürlich einen inneren Schweinehund überwinden. Aber bei mir ist das auch zur Gewohnheit geworden. Also ich halte immer die Augen offen, was ich mal wegwerfen könnte. Aber was auf jeden Fall hilft, ist auch so Erfahrung. Also dass man einfach aus Erfahrung dann weiß,
was man noch brauchen könnte oder auch weiß, wenn ich das jetzt 5 Jahre nicht angeguckt habe, dann kann es wirklich weg. Jetzt hatten Sie ja schön erklärt, wie Sie im Prinzip das für sich organisieren, was Sie in fremden Artikeln und Büchern lesen. Jetzt schreiben Sie ja selber sehr viel. Und manchmal möchte man ja auch auf das zurückkommen, was man selbst geschrieben hat. Ich vermute mal, dass das in dieser Excel-Tabelle Sie nicht, also Ihre eigenen Artikel da nicht drin verwalten. Wie schaffen Sie es denn bei den eigenen Artikeln? Ja, da habe ich lange dann weniger Sorgfalt reingesteckt, weil das ja auch tatsächlich viel weniger Artikel waren. Das heißt, ich habe dann einfach noch auswendig gewusst, wo ich wann was geschrieben hatte und ist jetzt aber leider ja leider irgendwie die Grenze erreicht, wo ich dann selber nicht mehr weiß, wo ich was hatte. Oder ich habe in Datensicherungen gesucht und Artikel gefunden, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich die geschrieben habe. Also von dem her war, also das fand ich dann schon auch bizarr, aber das war dann eben auch der Push, der mich getrieben hat, dass ich länger brauche, einen Artikel zu finden, den ich selber geschrieben habe. Also manche sind auch in der, also beim Umzug auf einen neuen Rechner, da nehme ich immer nur das mit, was ich tatsächlich gerade brauche, und dann sind meine eigenen Artikel in den Archiven verschwunden. Also ich habe die Daten natürlich schon archiviert. Oft sogar mir die Arbeit gemacht, vom Archivieren nochmal alles Unnötige rauszuwerfen. Und dann habe ich das eben hier auf CD oder so. Und da bin ich jetzt gerade dran, aber da habe ich mich jetzt auch nicht dazu durchringen können, mir mal 2 Tage Zeit zu nehmen, sondern da mache ich jetzt so eine inkrementelle Migration sozusagen, habe mir mal eine Stunde Zeit genommen, in meiner Veröffentlichungsliste zu sehen. Also die habe ich immerhin, was habe ich denn mal geschrieben? Und dann angefangen, diese Artikel dann zusammenzutragen, soweit ich sie hier habe. Und jedes Mal, wenn ich einen suche in den Archiven und habe ihn tatsächlich gefunden, dann kommt er eben auch jetzt in meine, in dieses Verzeichnis von meinen eigenen Veröffentlichungen rein. Dann nach einer ähnlichen Systematik wie bei der anderen Literatur, also so nach einer Art thematischen Verschlagwortung? Das kommt dann, denke ich mal, als nächstes. Im Moment habe ich noch nach Jahren sortiert, weil ich habe ja die Veröffentlichungsliste, also da kann ich dann nach Stichworten suchen. Ja gut, das ist bei mir ähnlich. Ich gucke auch relativ häufig auf meine eigene Website unter dem Reiter Publikation, wenn ich was von mir selbst suche. Eben, da ist man froh, dass man solche Listen überhaupt irgendwann mal geführt hat. Dann weiß man das noch. Aber ich habe mich auch schon erwischt, dass ich nicht vollständig war. Da hatte ich, ich glaube, Google oder so erstellt ja auch so Publikationslisten. Und dann hatten die einen Artikel damit drin, von dem wusste ich gar nichts mehr. Also denen ihre Liste war vollständiger als meine. Aber war dann auch nützlich, da mal reinzugucken. Dann habe ich es eben zu dem Zeitpunkt immerhin dann ergänzen können. Ich habe noch eine, jetzt von meiner Seite her schon letzte Frage. Wir haben jetzt relativ viel natürlich auch über Informationsmanagement letztendlich gesprochen, wie Sie sich da organisieren. Jetzt ist ja viel Lesen das eine, aber aus viel Lesen wird ja noch nicht bei jedem Wissen. Also, ja, das sind ja die Daten. Vor, um aus dieser Informationsverarbeitung dann tatsächlich auch für sich neues Wissen zu generieren. Ja, Wissen ist ja per Definition ja auch irgendwie kontextabhängig und handlungsweisend und so weiter. Und meistens ist das auch das, was von mir ja auch gewollt wird. Also, dass ich irgendwie Tipps gebe, wie macht man dies oder wie macht man jenes. Und die Literatur ist da ja nur die Beleg dafür, für das eine oder fürs andere. Ja, dann ist eben ja dann auch immer die Frage, für wen schreibe ich das? Die Frage ist dann, also daraus ergibt sich dann zum Beispiel auch, wie viel will der eigentlich lesen? Also ist das 5-seitige Artikel oder ein ganzes Buch, dann weiß ich schon, wie viel Literatur ich überhaupt dafür konsultieren muss und welche Art von Literatur wird ihn überzeugen, weil ich schreibe ja auch für Wissenschaftler und für Praxis, und je nachdem muss ich schon dann auch gleich die Literatur, die ich zitiere, dann entsprechend auswählen. Also meistens geht das dann auch iterativ, also ich mache mir erst eine Grobstruktur für den
Text, den ich schreiben will. Also das Gute ist, dass ich das meiste ja doch so weit im Kopf habe, dass die Quintessenz hängen bleibt. Also ich habe dann schon eine Meinung gebildet aus dem, was ich gelesen habe und mache mal einen Entwurf für einen Text. Also meistens läuft ja auch ein Text raus oder ein Kurs. Und dann suche ich eben wieder die Literatur, die ich so im Hinterkopf habe, dass die dazu passt. Ja, ich finde das ganz beeindruckend. Jetzt habe ich vielleicht tatsächlich doch noch eine allerletzte Frage, die man ja auch im Organisationskontext immer stellt. Also das ist ja sehr diszipliniert, was Sie da machen. Und Sie haben auch selber an einer Stelle gesagt, ein Stück weit ist das jetzt auch eine Investition. Das heißt, ich wende Stunden oder Arbeitszeit auf, die mir als Freiberuflerin jetzt an der Stelle gar nicht bezahlt wird. Wie motivieren Sie sich denn nachhaltig dafür, das mit dieser Disziplin zu tun? Ja, das ist für mich jetzt relativ einfach, weil ich hasse Suchen. Also ich hasse das dann wirklich, macht mich dann richtig nervös. Und es ist ja auch immer ein bisschen die Angst dabei, dass ich es dann am Schluss gar nicht finde. Also eine halbe Stunde gesucht und nicht gefunden, kommt immer mal wieder vor und ärgert mich sehr. Und das ist natürlich auch eine Motivation. Und es fühlt sich halt auch gut an, wenn ich dann genau weiß, wo was liegt und es dann auch immer gleich finde. Also allein das, also so dieses Gefühl ist sehr motivierend. Und dann muss man halt da durch, also stundenlanges Sortieren gehört dann halt dazu. Super. Vielen Dank. Da habe ich noch die eine oder andere Anregung für mein persönliches Wissensmanagement auf jeden Fall herausgenommen. Ich habe momentan keine Frage mehr. Dirk, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du noch was wissen? Ja, natürlich meine übliche Abschlussfrage zu diesem Themen. Was ist denn das, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was Sie gern noch ändern würden, so als nächste Schritte, wo Sie sagen, hey, das ist noch nicht optimal, das sollte ich im nächsten Jahr mal angehen? Ja, man kann ja immer noch besser werden, vor allem eben auch, wenn das Wissen immer mehr wird. Also ich merke, es gehen viele Sachen funktionieren, solange es Kleinigkeiten sind, und ab einem bestimmten Volumen muss ich mir wirklich systematisch Gedanken machen. Also zum einen bin ich ja dran an dieser Organisation meiner eigenen Publikationen und dann habe ich jetzt festgestellt, mit den Kursen wird es auch unübersichtlich. Also ich gebe ja jetzt sehr viel mehr Kurse als früher. Also früher war das so nebenbei und jetzt mache ich das Vollzeit und dann tatsächlich in verschiedenen Varianten. Also der eine Kurs ist ein Tag, der andere zwei, der nächste drei und dann vielleicht sogar ein fünftägiger Kurs zum gleichen Thema. Und die entwickeln sich dann so auseinander, so als Varianten. Und wo ich es schon ganz gut geschafft habe, ein Auseinanderentwickeln zu verhindern, war bei den Übungen. Also ich habe zum Beispiel einen zentralen Ordner Übungen oder für eine Fallstudie auch einen eigenen Ordner. Und wenn ich die dann in irgendeinem Kurs verwende, dann steht da in meinen Notizen drin, wo ich diese Übung finde. Das hat dann den großen Vorteil, dass wenn ich eine Idee habe, wie man die noch verbessern kann, ich das nur an einer Stelle mache und diese Übung nicht in fünf verschiedenen Ordner liegt und fünfmal dann aktualisiert werden muss oder die Optimierung ist noch nicht drin. Aber bei den PowerPoint-Folien habe ich das leider überhaupt nicht. Das heißt, ich mache denselben Tippfehler dann mehrmals raus. Das wäre jetzt das Nächste, was ich gerne noch machen würde, dass ich da dann meine Kurse in Module aufteile, die ich dann flexibel jeweils zusammenstelle und weiß, dass dieses Modul immer auf dem neuesten Stand ist und ich nur an einer Stelle liegen habe. Nee, vielen Dank. Also das mit den Modulen, die PowerPoints ist was, das habe ich auch mal irgendwann eingeführt, jedes Thema so hier mit seinen zwei, drei Folien zu hinterlegen, weil mir auch aufgefallen ist, dass ich sonst hier in vielen Präsentationen immer nur Stücke ein bisschen modifiziert habe und man das kaum in Ordnung bekommt. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist natürlich viel Arbeit, das erstmal umzustellen. Konnte ich mich noch nicht dafür überwinden. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Herrmann. Ich fand das sehr klar. Ja, und wie gesagt, sehr, sehr anregend, auch nochmal so einen kleinen Schubser, was die eigene Disziplin im persönlichen Informations- und Wissensmanagement angeht. Also vielen Dank, dass Sie da so offen waren, auch so offen erzählt haben, was noch nicht so optimal funktioniert. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ja, gerne doch. Ich hoffe, das hilft dann auch jemandem weiter.
Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, genau, hoffe ich auch. So, also vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.